Der neue Carson Fliegel Stone Master Kippaufleger bedarf der optional erhältlichen Zubehörteile wie Spindelantrieb plus passender Getriebemotor, um ihn entsprechend funktionstüchtig zu machen. Außer den Achsen und anderen Kleinigkeiten ist nicht viel zusammenzubauen. Rahmen und Mulde aus Stahl sind bereits vorgefertigt. Nach komplettiertem Fahrgestell sollte vorab ein Funktionstest der elektrischen Bauteile erfolgen, bevor die Kippmulde montiert wird. Mit Hilfe eines Umpolschalters wird der Spindelantrieb über einen freien Kanal gesteuert. Die elektrischen Stützen werden händisch betätigt. Für die bessere Optik wurden dem Auflieger die Carson Chromfelgen spendiert. Nun ist der Carson Fliegel Stone Master einsatzfähig. Zwei Baumaschinen standen zur Verfügung, die guten 10 Kilo Schotter zu beladen. Der neue Tamiya Actros war genau der richtige Kandidat für den Praxistest. Das langsame Einfahren der Stützen lässt den knapp 6 Kilogramm schweren Auflieger auf die Sattelplatte sacken. Nun geht es zum ersten Einsatzort. Fahrbahnunebenheiten werden durch die gummibalkgefederten Achsen wunderbar ausgeglichen. Die Carson-Laderaupe und ein CTI-Radlader werden die Kippmulde abwechselnd beladen. Kippauflieger und Laderaupe haben den gleichen Maßstab. Dementsprechend passt die Hubhöhe perfekt. Der CTI-Radlader kommt aufgrund der Bruderkarosserieteile dem Maßstab 1:16 am nächsten, ist also etwas kleiner. Aber auch diese Baumaschine hat keine Schwierigkeiten, den Stone Master adäquat zu beladen. Carson limitiert die Zuladung des Fliegel Stone Master auf 10 Kilo. Diese waren nun mit der grundsätzlich schweren Schotter-Sandmischung mehr als erreicht. Der Tamiya Actros hat ordentlich zu arbeiten. Die Antriebs- und Aufliegerachsen gehen schon ordentlich in die Knie. Mit ordentlich Motordrehzahl wird der imaginäre Hydraulikantrieb der Kippmulde unterstützt. Das mechanische Geräusch des Spindelantriebs, der einwandfrei seinen Dienst verrichtet, ist natürlich nicht zu überhören. Bereits bei 80% Hubhöhe entledigt sich die Mulde ihrer Ladung. Sobald der maximale Kippwinkel erreicht ist, geht der Spindelantrieb in einen Leerlauf. Ein Festfahren der Spindel ist damit ausgeschlossen. Dasselbe gilt natürlich auch für die andere Richtung.